Hey ho und herzlich willkommen zurück zu The Escapist im Centerbirks-Gefängnis. Und wir sind auf gutem Wege auszubrechen. So, seid bitte ruhig. Zellen durchsuchen bei folgenden Trotteln: Wyatt und Rolando. Sorry, wenn ich mich leicht verkratzt oder krank anhöre. Ich glaube, ich kriege einen leichten Husten. Und naja, deswegen sorry in dem Sinne schon mal. Na komm. Also ich weiß nebenbei wieder Officer Whitney. War der mit dem Service-Schlüssel, also dem, den wir letzte Folge den Service-Schlüssel abgenommen haben und da eine Kopie von gemacht haben. So, TV-Fernbedienung, klar, kann ich die besorgen. Schön erstmal, damit die positiv auf mich sind. Unsere Werte sehen auch ganz nett aus. 64 zu 28 zu 73. Wir haben einen Baseballschläger, der 4 von 4 hat und 4 von 5 und gepolsterte Insassenkleidung, die uns noch einen Verteidigungspunkt mehr bringt. So, Rolando möchte einen Keks, Karl möchte eine Fernbedienung und von Marshall soll ich die den Kamm entfernen. So, dann lenkt die Wächter ab und nee. So, Frühstück. Nebenbei, ich habe mir ja diesen Serverschlüssel geholt. Das sind diese orangenen Türen. Hier zum Beispiel. Da könnte ich an die Häftlingsgeschichte ran. Fällt mir gerade auf. Da muss ich mal schauen, ob ich das nicht sogar mache. Moinsen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich keiner sieht. Oha. Oh Mann. Das verliert sogar ein Prozente, das ist nicht so toll. Ja, Brecheisen haben wir gefunden, aber es ist halt der falsche Schlüssel. Kamm, Taschenlampe, Kamm, bla bla bla. Das Metallkumpulver, dann habe ich ja noch ein Dings. Hier hätte ich noch ein Metallblech, aber das bringt mir ja nichts. Da ist schon mal der Kamm, das ist gut. Nö. Das ist alles nicht so das, was wir brauchen. Natürlich Mittagessen. Aber da ist schon mal eine Fernbedienung, die ich dann gleich abgeben kann. Da unten wird sich geprügelt. Na komm, komm. Ja, ich weiß. Crafting-Rezept, das hilft schon mal. Gepolsterte Insassenkleidung. Ja, das haben wir ja. Was hast du denn zu verkaufen? Klebemann, Feuerzeug. Warte mal, wer braucht denn die? Karl. Karl, da. Ist aber außer Reichweite. Das heißt, erstmal hin. Fernbedienung. Zack.
So, was hast du, Pierre? Nichts. Karl hat. Klebeband hat er. Klebeband kann man eigentlich immer gebrauchen, aber ich brauche eher eine Tasse, um. Ja, kann ich besorgen. Ich brauche ja eher eine Tasse, um das hinzukriegen, dass ich da. Ja. Dass ich da einen K.O. hauen kann mit heißer Schokolade. Also sagen wir es mal so. So, wir machen mal hier das Kit und warten mal, bis ein Officer hier vorbeikommt, der jetzt nicht Whitney ist. Wie zum Beispiel. Ah, nein, nein, nein. Der Rote. Der Mitarbeiterschlüssel. Haha. So. Jetzt machen wir. Achte Intelligenz. Mist. Aber er hat den Schlüssel ja wieder. Das dementsprechend haben wir den roten Schlüssel. Das ist gut. Das wäre dann schon mal der zweite Schlüssel, der. Wir haben jetzt möglich? Ja, jetzt möglich. Personalschlüssel. Na? Na, Chase ist es gewesen. Chase. Chase mag mich jetzt nicht mehr. Wie man sieht. So, damit habe ich schon mal zweiten Schlüssel. Was ganz super ist, weil der Mitarbeiterschlüssel bringt mich da rein. Und da kann ich dementsprechend Holz und so mir holen. Beziehungsweise ich kann da auch. Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Schnell noch abgelegt. Damit ich das nicht gleich verliere. Puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass ich da noch schnell genug war. Ja. Na komm. Lass mich jetzt auf Geschwindigkeit. So. Eine Feile nehmen wir mit. Nein! Meine Güte! Wieso? Nö, 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 nö. Okay, tschüss. Ja. Ich bin ja schon da. So, ich wollte doch nicht Dingsen. Ich wollte die Quest haben. Poster, klar. So, nein. So, ich habe 52. Da will ich jetzt nichts mehr machen, großartig. OMD ist auch ziemlich angepisst auf mich. Hey MD, hier.
Schenke ich dir. So, dann müsste ich auch langsam alles zusammen haben. So, Pi mal Daumen. Abendfreizeit. So, Schokolade nehme ich gerne. So, wenn ich jetzt richtig sehe. Und jetzt erstmal hier, um das ich, ja, raus will ich nicht. Das könnt ihr vergessen, dass ich jetzt rausgehe, weil komm, wir trainieren noch ein bisschen Intelligenz, dann haben wir das wenigstens. Nee, was ist halt, sie können das jetzt vergessen, dass ich da jetzt rausgehe, weil ich weiß nicht, ab, ich weiß zwar nicht, wie viel das ist, aber ab einem bestimmten Prozentwert wird man von den Wachen erschossen. Und da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn's so ist, wie ich mir denke, wie es ist, dann oh, ein Erfolg bekommen. Ja, wir sind bei 100%. Das ist schön. Nebenbei. So. Nein. So. 100% Intelligenz. Das ist nett. Sogar ganz, ganz nett. So, eigentlich brauche ich noch 10 Zellenschlüssel, damit ich nachts dann raus kann, um dementsprechend das auch alles durchzuziehen. Ich weiß, dass Chase und Whitney den nicht haben. Das heißt, eigentlich müssten es nur noch drei Wächter sein. Einmal Fragdia, Joshua und folgende Mann werden MD und Livers natürlich. Warum denn auch immer jemand anderes, wenn ich das. Oh nein. Nein, ich hab das in der Toilette vergessen. Scheiße. Ich habe es schon bemerkt, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwas in der Toilette mache, dass ich da natürlich keine Wärteruniformen mehr habe und so. Grrr. Ja, Kissen kann ich besorgen. Sprich, ich muss nochmal eine Wärteruniform und ein Ding und ein, eine Wärteruniform und Dings holen. Weil das sind, glaube ich, gelbe. Das sind nicht diese orangenen, sondern das sind gelbe Dinger. Sprich, da komme ich noch gar nicht hin. Taylor. So, der hat nachgeguckt. Das heißt. Zack, 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 zack. Ja. Geht nämlich, ist nämlich weg. Wenn was ich da drin haue und über weghaue, dann ist es weg. Das ist das Dämliche. Naja, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es weitergeht im Center Perks Gefängnis, wenn wir hoffentlich den nächsten Schlüssel, eine Wärteruniform und einen Schlagstock. Ja. Clown.
Ja, und dementsprechend dann das alles auch ausbrechen und so weiter. Deswegen, ciao, bis morgen.